Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Teil der Hunter Call of the Wild. Ich habe schon wieder eine Map gefunden, bei der ich noch nicht alle Aussichtspunkte habe. Mexiko ist heute dran. T-A-V-O, keine Ahnung, wie man das ausspricht. Ihr wisst, was ich meine. Und wir gehen heute schön spazieren. Ein paar Weißwedel, vielleicht ein paar kleine Schweine für einen Grill oder sowas. Wir schauen mal. Und damit, let's go. T-A-V-O-A. Das ist Neuseeland. Mexiko's Rancho. Ach ja, stimmt. Lol. Ja, lost. Ey, ich muss erst wieder reinkommen. Ich war krank. Eine Woche lang dieses Spiel nicht gespielt. Es tut mir leid. Rancho del Arroyo. Keine Ahnung. Ja, okay. Ich hab's gemerkt. Ist ja okay. Es tut mir leid. Falls ich irgendjemanden damit getriggert habe. Besserung ist schon da und war schon da. Es fehlt nur noch so ein letzten 5%, ne? Die letzten 5%, die ziehen sich immer, ne? Das ist wie Datenübertragung bei Windows, ne? Das letzte Stück, das dauert immer ewig. Weißt du, wenn du dann so bei der Datenübertragung steht, dann so 8 Minuten. Und so bei den letzten 5% steht auf einmal 4 Stunden 30. Bin mir nicht sicher, ob ich richtig genullt habe. Ja, hat er. So ein goldener Kojote. Schön. Einmal alles außers Herz. 56,8 ist Diamant und ich habe 51,07. Machen wir natürlich wieder einen Screenshot von, und falls ihr euch die Screenshots von den Streams oder den Videos nochmal anschauen wollt, der Link für meinen Discord-Kanal ist in der Videobeschreibung. Im Channel Erlegtes poste ich meine Abschüsse. Im Channel Erlegtes Community dürft ihr eure Abschüsse präsentieren. Hier aber nichts. Gehört. Ja. Treibjagd. Easy. Easy peasy. Leute, das ist Profi-Gameplay. Ach nein, ich hab ihn erwischt. Das ist tatsächlich kein Puma, das ist wirklich so ein kleines Vieh, so ein Luchs. Deswegen habe ich auch mit ungeeigneter Munition aufgeschossen. Ich hätte eine ganz andere Waffe nehmen sollen. Er ist Silber, wäre eigentlich Gold gewesen, 25,43. Hab ich ein Glück, dass ich kein Dia verschossen habe. Aber schön oben rein, Doppellunge, top. Oh. Mein Spiel hat sich gerade automatisch minimiert. Ich habe kurz gedacht, ich habe einen Absturz vom Game. Aber nee, es läuft noch. Hat sich nur kurz verkleinert. Hatte ich noch nicht diesen Bug, sage ich mal. Silberner Bock, 167,4. Ja. Schade. Leider nur Silber. Ey, welcher Idiot hat sich das ausgedacht mit diesem Verschluss? Guckt euch das an, bitte. Kann man doch nicht vernünftig trinken. Und hier habe ich das gleiche Ding, das dafür sorgt, dass ich nicht mehr richtig draufschrauben kann. Macht mich fertig. Nicht fertig.
Schade. Leider kein lebenswichtiges Organ verletzt, wäre so ein Silber gewesen. Ja, zu weit hinten getroffen. Hätte ich auch drauf wetten können, als ich den Schuss abgesetzt habe. Das habe ich schon gemerkt. Mann. Drücke mal zu spät ab. Ohne jetzt Werbung zu machen, ne? Hier lässt sich Scheiße öffnen. Immer so ein Nupsi-Star. Ne? Da. Das ist tödlich. Wisst ihr, wo das nicht so ist? Bei der hier. Die kann man noch so trinken wie früher. Das ist noch richtige Cola. So. Habe ich nicht geguckt, wie viel Entfernung, aber ich glaube, es sind 150 Meter. Silbernes Dickhorn, scharf 122,1. Oh, doch gut getroffen. Doppelunge Herz. Schön. Ich habe erst gezweifelt. Das ist auch schon unser Aussichtspunkt. Der letzte auf dieser Map. Danach gehen wir so ein bisschen die Seen abchecken. Gucken mal, Trinkzeit, Hirsche und so. Ist lebensmüde. Lebensmüde Ziege. Easy peasy, das war euer Fehler. Ihr hättet nicht zurückkommen sollen. Silber, 96,8. Ist ein Weibchen, ja. Andere hingen so schön in einem Baum, aber ich habe trotzdem auch keinen wirklich guten Winkel gehabt zum Schießen. Oder? Auch ein Weibchen, 105,2 Silber. Nein. Immer schön nachladen, Kinder, sonst passiert euch sowas. Erwischt. Oh, ist noch einer. Nackenschuss und Treffer. Ich der Allerechte bin. Der Allerechte Nackenschuss-Treffer-Typ und so. Ach, Mann. Mit Weißwedeln kennt er sich aus. Da ist er ganz vorn mit dabei. Da macht ihm keiner was vor. Digga. Da kennt er nix. Bevor ich einsammle, muss ich jetzt erstmal kurz checken, was da vorne so abgeht. Ja, es ist eine schwierige Map, finde ich. Also es ist eine schwierige Vegetation. Und eine schwierige Map. Glaube ich, der beste bis jetzt. Das war kein guter Nackenschuss. Egal, ich sammle erstmal ein. Also, gerade so, wenn es so in die Etappen geht, hinten auf der Map, wo du wirklich nur so Kakteen und Büsche hast. Also, wer denkt sich denn so ein Map-Design aus? Ehrlich, das ist wirklich hardcore schwer. So, hier schöne Schelle in den Nacken. 176 Silber. Schönes Ding. Silber 160. Doppellunge.
glaube, ich muss mich hier nochmal kurz auf die Lauer legen. Denn da kommt ein bisschen was zurück. Mississippi ist ja wirklich meine Hassmap. Also Mississippi geht wirklich überhaupt gar nicht. Weil, kann ich auch ganz einfach begründen, diese Map sehr viele kleine Tiere hat, beziehungsweise Tiere, die in diesen Tabak- und Baumwollfeldern einfach untergehen. Die siehst du da nicht. Was ist größer als so eine Tabakpflanze? Höchstens ein Weißwedel oder noch ein Schwarzbär. Aber den Rest kannst du halt einfach komplett vergessen auf dieser Map. Ui. Bei Weißwedeln, da macht ihm niemand was vor. Jetzt hat er Morin, wo er treffen muss. Einfach, ich einfach der Erleichte bin. So, jetzt muss man die einsammeln. Da liegen zwei. Hier vorne müsste auch noch irgendwo einer sein. Und der da. Und dann hier hinten. Da. Okay, fangen wir mal mit dem an. Goldener Truthahn. Schönes Ding. So, leider kein lebenssüchtiges Organ verletzt. Ich hätte mehr reinziehen, mehr vorziehen sollen. Aber er wäre Gold gewesen. Schade, 194,7. Schade. Leider nur Silber, 180,6. Schade, ich habe mir eigentlich von dem viel versprochen. So, Silber, auch nur Silber. Doppellunge, 179,5. Auch nur Silber, 154,2. Single-Lunge. Nee, das ist auch ein Weißwedelbock. Lol. Irgendwie aus wie eine Ziege. Kein... Ja, schade. Schade. Ins Ohr getroffen. Und an dem Ohrtreffer ist er verblutet. Schön. Weil der ist safe auch nicht Gold. Einfach den einen goldenen verschossen. 172,5. Single Lunge. Ja, der hat gerade so ein bisschen geguckt, ne? War kurz vorm Flüchten und dann habe ich ihm noch einen gedrückt. Könnte das ein Albino-Hase sein? Könnte ich gerade einen Albino-Hasen geschossen haben? Könnte es sein? Wenn, dann wäre es mein erstes Albino-Tier. Er sah jetzt ziemlich weiß aus. Und ich glaube, er hatte auch rote Augen. Nee. Grau. Grau sah von Weitem sehr weiß aus. Silberner Antilopenhase, 3,43. Das war's auch schon wieder mit dieser kleinen, aber feinen Folge The Hunter Call of the Wild. Heute wieder eine sehr durchwachsene Map, sehr durchwachsenes Tierverhalten, beziehungsweise kein Tierverhalten. Es waren einfach keine Tiere da zum Schießen. So ein bisschen an den Seen, dann zur Trinkzeit der Weißwedel, ein paar Weißwedel geschossen, aber auch nichts Weltbewegendes. Einen goldenen verschossen, der Rest war Silber, also pfff. Ja, es hat auch eine sehr, sehr schwierige Map, eine sehr anfängerunfreundliche Map, also würde ich keine Anfänger empfehlen, Mexiko zu nehmen. Das ist wirklich was fortgeschritten hier für Leute, die mit Geduld, ich habe heute keine Geduld gehabt, seit letzter Woche war ich ja krank und heute wieder reingestartet. Beim nächsten Mal spielen wir Havanna wieder, da hätte ich richtig Bock drauf. Ich wünsche euch eine schöne Woche, ein schönes Wochenende, je nachdem, wenn ihr das Video schaut. Macht's gut und bis dann. Ciao.